وأتيت يا خير الشهور تهدي تراتيل السرور تلقي على قلبي ظلال الطهر تمتد الجسور وأتيت يا خير الشهور تهدي تراتيل Ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillah rabbil alamin, liebe Schwester, erstmal bitte ich diejenigen, die hinten sitzen und vor allen Dingen ganz hinten, die auch ganz rechts sitzen bei den Schuhen, dass die bitte nach vorne kommen, denn es ist nicht die Sunna, dass wir auseinandersitzen, sondern die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ein Herz, inshallah ta'ala, und dieses Herz ist verbunden mit allen Mitgliedern, die in dieses Herz gerne herein möchten. Daher ist das unsere größte Bitte an Allah Azza wa Jalla, dass er zwischen unseren Herzen vereinigt. Allahumma allif baina qulubina. Und so war die Situation der Sahaba radiallahu anhum, dass sie zusammensaßen und dass, wenn man ein Fischernetz ausgebreitet hat, alle unter diesem Fischernetz hätten gefangen werden können. So saßen sie eng beieinander, die Sahaba radiallahu anhum wa ardahum. Deswegen aber, wer natürlich vier Ehefrauen hat, der darf sich gerne an die Wand stützen. Und wer über 50 ist, darf sich auch gerne an die Wand stützen. Aber alle, die jünger sind, sollten sich schämen, mit den 50-Jährigen gleichgesetzt zu werden. Möge Allah sozusagen uns Kraft geben. Liebe Geschwister, wir hatten vor einer längeren Zeit mit einer Reihe angefangen. Und zwar At-Takhallus min al-Jahiliyyah, dass wir die Jahiliyyah beenden. Was bedeutet Jahiliyyah? Viele von euch benutzen den Begriff, aber ich hoffe auch, dass man weiß, was bedeutet Jahiliyyah. Na, das ist die vorislamische Zeit. Sheikh Ibn Uthaymeen hat sehr viel darüber geschrieben. Das Wort ist komplizierter, als man denkt. Auf jeden Fall wollen wir es einfach ausdrücken, die vorislamische Zeit. Das heißt, du hast früher anders gelebt, als du jetzt lebst. Alhamdulillah, ein Beweis für deinen Glaube ist, dass du dich jetzt, wo du dich Allah Azza wa Jal genährt hast und der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam folgst, dass es deinem Herzen in jedem Fall besser gehen muss. Wenn nicht, dann liegt ein Fehler in der Beziehung zu dir und Allah Azza wa Jal. Ansonsten muss es dir gut gehen. Das sind die Worte von Allah Azza wa Jal. Subhana, wie er uns im Koran sagt. Man amila salihan min dhakarin aw untha. Wa huwa mu'min. Schaut, derjenige, der Gutes tut, sei er Mann oder Frau. Und er ist dabei was? Ein Gläubiger. Falanuhiyannahu hayatan tayyibah. Dem werden wir ein schönes Leben bescheren in der Dunya. Und dann, wenn er in das Paradies hereingeht, wird er ein Leben in Ewigkeit voller Glückseligkeit führen. Möge Allah Azza wa Jal hier allen Anwesenden das Paradies geben. Die Jahiliyya ist die vorislamische Zeit. Viele haben dort anders gelebt, als sie jetzt leben. Es kann sein, dass manche von uns früher Kriminelle waren oder man bezeichnet sie auch als Gangster. Es kann sein, dass manche von uns hier früher eine Arbeit gemacht haben, die haram war. Sie haben Alkohol verkauft oder Schwein verkauft oder Dinge, die verboten sind, nach unserer Scharia zu verkaufen. Und dadurch haben sie viel Haramgeld erworben. Und darüber haben wir schon ein Thema gemacht. Wie löse ich mich von dem Haramgeld? Wie beende ich diese Tätigkeit? Diesen Dars haben wir schon gemacht. Heute, inshallah ta'ala, wollen wir darüber sprechen, weil das auch sehr, sehr wichtig ist. Wie beende ich die verbotene Beziehung, die ich vor der Rechtleitung geführt habe? Ihr habt recht und ihr habt richtig gehört. Es gibt viele von unseren Geschwistern, die sind vielleicht äußerlich praktizierend, aber haben einen Freund oder eine Freundin. Man sagt Boyfriend oder Girlfriend. Alles ist Haramfriend.
Und wir wollen heute darüber reden, liebe Geschwister, weil das eine gewaltige Fitna ist. Wie können wir so eine Beziehung, die unerlaubt ist, beenden? Und noch mehr, nicht nur beenden, wie können wir unser Herz reinigen, so dass wir auch wirklich diese Süße, diese Glückseligkeit im Islam verspüren. Deswegen habe ich eingangs gesagt, es gibt Leute, die sind praktizierend, aber was fühlen sie nicht? Die richtige Glückseligkeit. Allah sagt doch, wer Gutes tut, sei er Mann oder Frau, und er ist dabei ein Gläubiger, so werden wir ihm ein schönes Leben bescheren. Das sind die Worte von Allah Azza wa Jal. Das heißt, wisse als Diener Allahs, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Wahrheit sagt. Und wenn wir das nicht spüren, mitbekommen, an uns selber sehen, was Allah Azza wa Jal uns im Koran sagt oder der Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in der Sunna, dann gibt es einen Fehler. Wo liegt der Fehler? Bei uns. Daher, lasst uns unsere Herzen an die Religion richtig hängen, liebe Geschwister. Und mir ist wichtig, dass wir heute inshallah ta'ala ein wirklich sehr wichtiges Thema besprechen, was groß und klein betrifft. Heutzutage verlieben sich ja schon 9 und 10 Jahre. In welcher Klasse sind die? 5 Klässler verlieben sich heutzutage. Ja. Subhanallah. In unserer Zeit hat man mit Spielzeugen gespielt, heute spielen sie mit was anderem. Und das ist die Realität heute. Wer hat sie dazu verführt? Hä? Shaitan sowieso. Und die Gesellschaft, die sie dazu gedrängt haben, so eine üble Sache zu machen. Wenn du 2 13-Jährige heute zusammennimmst, ja, Erika und Thomas, dann sagen die Deutschen, süß, ist das süß, die Kleinen. Ja, wenn die weiter so süß machen, kommt noch ein Kleiner. Da haben sie kein Problem mit, subhanallah. Aber bei uns, wenn eine 16-Jährige heiratet, Kinderschänder. Aha, die 13-Jährigen sind keine Kinderschänder? Nein, deswegen, liebe Geschwister, wir kennen die Wahrheit. Und schlimm ist, dass diese Leute leider niemals die Rechtleitung von Allah bekommen haben. Und das ist eine größere Strafe als alle Wörter, die wir erwähnen könnten. Schlimm ist, dass diese Leute niemals die Rechtleitung erfahren haben. Möge Allah sie trotzdem rechtleiten. Wie viele haben es nicht geschafft, von ihrer alten Beziehung wegzukommen? Brüder und Schwestern. Und wir lesen und wir hören und wir bekommen sehr viele Anrufe, dass viele Brüder und Schwestern, obwohl sie regelmäßig beten, obwohl sie regelmäßig fasten, obwohl sie regelmäßig versuchen, gute Taten zu machen, dass sie immer noch Beziehungen laufen haben, die islamisch nicht in Ordnung sind. Und unsere Methodik ist nicht, dass wir auf die Leute nur einprügeln, das bringt uns nichts, liebe Geschwister, sondern unsere Methodik ist, wie ihr es kennt, dass wir was bieten? Lösungsvorschläge für unsere Geschwister, dass wir sagen können, Alhamdulillah, hat diese Person jetzt dieses gelassen. Und die Liebe, Al-Ishq im Arabischen, ist mehr als Liebe. Das ist, wenn du durchdrehst, wenn du nur an eine Person denkst. Ja? Al-Ishq ist diese ungemeine Liebe, diese ungemeine Beziehung, die du zu jemandem führst. Sie ist sehr, sehr gefährlich. Wenn eine Person eine andere Person begehrt, ist diese Person alles bereit zu tun. Hört euch die Geschichte von Yusuf alayhi salatu wassalam an. Yusuf alayhi salatu wassalam war ein Prophet. Und er war ein sehr hübscher Mann. In einer Überlieferung, die eigentlich schwach ist, aber Sheikh al-Albani hat diese Überlieferung als Hassan klassifiziert. Die Überlieferung selber ist schwach. So wird gesagt in dieser Überlieferung, dass Yusuf alayhi salatu wassalam die Hälfte der Schönheit der gesamten Menschheit hatte. Die Hälfte der Schönheit. Anders Ali Schwarzer hat die Hälfte der Hässlichkeit aller Menschen. Schaut mal, subhanallah, wenn Allah Azza wa Jal jemanden ehrt, der so wunderschön ist, so ist das eine Fitna für die Leute, die mit ihm zusammenleben. Und für die Person selber. Was ist passiert? Irgendwann, nachdem Yusuf alayhi salatu wassalam aus dem Brunnen rausgekommen ist, wer hat ihn da reingeworfen? Seine eigenen Brüder. Sie waren was? Neidisch auf ihn. Und sie wollten seinen Tod
nur weil ihr Vater ihn so besonders geliebt hat. Und wo die Liebe hinfällt, das kann keiner beeinflussen, liebe Geschwister. Manchmal liebt man ein Kind mehr als das andere Kind. Aber man muss versuchen, dieses immer ausgeglichen zu halten. Und so kam er irgendwann und er stellte ihn Aziz ein. Aziz war ein mächtiger, ein reicher Mann. Und dieser Aziz hat eine wunderschöne Frau gehabt. Eine wunderschöne Frau gehabt. Eines Tages, als ihr Ehemann nicht zu Hause war, so hat sie einen Plan geschmiedet. Allah Azza wa Jal erzählt diese Gegebenheit im Koran. وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ وَقَالَتْ هَيْتَ هَيْتَ لَكْ. So hat sie die Türen geschlossen. Schaut mal, es gibt im Arabischen ein Wort, أَغْلَقَ. Was heißt أَغْلَقَ? Schließen. Und dann gibt es غَلَّقَ. Das heißt, 10-mal abschließen. Ein viel stärkerer Ausdrucksform. وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ. Sie hat richtig die Türen zugeschlossen und sagte zu Yusuf alayhi salatu wassalam, hayta lak, ich bin bereit für dich. Mach, was auch immer du tun möchtest. Überlegt, was war Yusuf für sie, alayhi salatu wassalam, was war er für sie? Diener. Bitte? Eine Fitna sowieso, haben wir gerade gehört. Aber was war er? Ein Diener. Ein Diener, ein Sklave. Was meint ihr, wenn eine Frau von einer gehobenen Position sich an jemanden ranmacht, der ein Sklave ist? Könnt ihr euch vorstellen, wie hübsch er war? Wahnsinn! Wallahi al-Azim, wir können uns das nicht vorstellen. So wunderschön war er. Als sie dann kritisiert wurde, die Frau von Aziz, von den anderen Frauen, hat sie gesagt, denen werde ich zeigen, ich werde sie alle einladen. Dann hat sie sie zu sich eingeladen und hat jedem einen Teller vorgelegt, wo er Obst schneiden konnte. Da kamen die ganzen Frauen zu der Einladung und sie haben dieses Obst genommen und sie wollten es mit dem Messer schneiden. Sie wollten das Obst mit dem Messer schneiden. Dann hat sie Yusuf alayhi salatu wassalam reingerufen. Als die Frauen Yusuf gesehen haben, haben sie sich, höre zu, mit dem Messer ins Fleisch reingeschnitten und es nicht mal bemerkt. Allahu Akbar, wie wunderschön er gewesen ist. Aber unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist hübsch. Allahu Akbar, sie haben sich ins eigene Fleisch reingeschnitten, aber es nicht bemerkt. Sie sagte zu ihm, ich bin bereit für dich. Was hat er zu ihr gesagt? Ha, du willst es mit mir aufnehmen? Ich bin nicht nur ein Prophet. Passt auf, Yusuf alayhi salatu wassalam ist der Sohn von einem Propheten. Und sein Vater ist der Sohn von einem Propheten. Das heißt, Prophet, Prophet, Prophet. Wer bist du? Du willst mich beeinflussen? Hat er das gesagt? Hat er gesagt, ich bin ein Prophet, ich bin ein auserlesener Diener. Du wirst mich niemals verführen können. Sondern als sie gesagt hat, hey Talak, sagte er, Ma'adallah. Allah schütze mich. Bei Allah, meinem Herrn, habe ich den besten Ausgang. Schaut mal, woran er sich erinnert hat. Er wusste, was auch immer Schönes in dieser Dunya existiert, wo gibt es etwas Schöneres? In der Akhira sind die Frauen in Al-Jannah im Paradies wie die Frauen hier. Subhanallah, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte uns in einer Überlieferung bei Al-Bukhari, wenn die Frau vom Paradies runterschaut auf die Erde, aha, woher wissen wir jetzt, wo ist das Paradies? Oben. Wo genau oben? Unter dem Thron oder über dem Thron? Unter dem Thron. Da ist das Paradies. Wo ist das Höllenfeuer? Und das ist eine Aussage von Ibn Abbas, nicht vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wo ist das Höllenfeuer? Es wird gesagt, tief unter der Erde. Möge Allah uns nur in das Paradies eingehen lassen. Und wenn du im Paradies bist, Al-Arsch, der Thron, ist das Dach vom Paradies. Der Thron Allahs Azza wa Jal. Subhanallah, in diesem Paradies schaut eine wunderschöne Paradiesjungfrau herunter auf die Erde. Und er sagte, sallallahu alaihi wasallam, wenn sie runterschaut, füllt sie alles, was zwischen Himmel und Erde ist, mit Licht.
und mit einem wunderbaren Geruch. Allahu Akbar. Manchmal du kommst nach Hause und die Frau hat einen anderen Geruch. Sie hat eine Pyjama an, da sind Knoblauchreste drauf. Da ist Erbrochenes von ihrem Kinn. Da ist das. Ist das dasselbe? Das ist nicht dasselbe. Und sie sind entschuldigt, die Frauen. Denn bei Allah, wenn wir sehen, was sie für eine Arbeit leisten, möge Allah also unsere Frauen schützen, sie bewahren, sie belohnen und ihnen die Herzen öffnen, dass sie weitere 15 Kinder empfangen können. Sind das Frauen und Frauen? Diese Frauen sind anders. Und diese Frau, die Yusuf alayhi salatu wasalam verführt hat, war eine wunderschöne Frau, liebe Geschwister. Diese Frau hat die größte Fitna begangen, indem sie zu Yusuf alayhi salatu wasalam gesagt hat, ich bin bereit für dich. Ein paar gezählte Ayat weiter schaute Yusuf alayhi salatu wasalam sein Herz an Allah Azza wa Jal gebunden hat. Er sagte, innahu la yuflihu dhalimun, die Ungerechten werden niemals erfolgreich sein. Dann weiter ein paar Ayat, er sagt, Rabbi, as-sijnu ahabbu ilay mimma yad'unani ilay. O mein Herr, das Gefängnis ist mir lieber als das, wozu sie mich aufrufen, dass ich Sinner machen soll. Seht ihr, wenn euer Herz an Allah Azza wa Jal hängt, was sagte er? Das Gefängnis ist mir lieber. Und das ist die höchste Stufe, die du erreichen kannst im Glauben. Al-Ihsan, möge Allah uns diese Stufe erreichen lassen. Das heißt, du bist bereit, Schaden in Kauf zu nehmen, damit du was nicht begehst? Etwas, was Allah Azza wa Jalla nicht liebt. Die höchste Stufe, die man erreichen kann, liebe Geschwister. Und jetzt kommt das Entscheidende für uns. Er sagt, Rabbi, as-sijnu ahabbu ilay, mimma yad'unani ilay. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنْ أَصْبُوا إِلَيْهِنْ وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِ. Und o mein Herr, wenn du mich nicht rausrettest von ihrem gewaltigen Plan, dann werde ich ihnen zugeneigt sein und ganz gewiss einer der Verlierer sein, einer der Unwissenden. Was meinte er damit? Das ist auch eine Fitna für mich, obwohl ich ein Prophet bin. Asbu ilayhin, das sind nicht meine Worte. Wa akum min al-jahilin. Und ich werde einer der Unwissenden sein, denn wenn ich hier die Sinner mache, so werde ich morgen, nachdem ich dieses Gelüst in Haram ausgelebt habe, können man auch das Gelüst in Halal ausleben, nachdem ich aber dieses Gelüst in Haram ausgelebt habe, so werde ich einer der Unwissenden sein. Morgen wird die Strafe viel gewaltiger sein als dieser kurze Genuss, den ich in der Dunya genossen habe. So haben die Propheten gedacht. So haben die Propheten gedacht. Wo sind wir in der Reichweite entfernt von diesem Propheten? Sag mal, Abul Bara, willst du uns vergleichen mit Propheten? Nein. Aber warum, denkt ihr, hat Allah uns diese Beispiele geprägt? Damit wir sie uns zu Vorbildern nehmen. Das ist das Entscheidende. Und daher verstehe eins, die Frauen sind die gewaltigste Fitna. So sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, مَا تَرَكْتُ بَعْدِ فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ. Ich habe nach mir keine schlimmere Versuchung hinterlassen als die Frau. Das ist allgemein. Ist jede Frau eine Fitna? Deswegen versteht die Worte von Allah und seinem Gesandten. Ist jede Frau eine Fitna, frage ich euch? Natürlich nicht. Ein Bruder sagte mir einmal, als er sich mit einer verloben wollte, er sagte, ich wollte nicht eigentlich eine haben, die so aussieht wie ihr Bruder. Ich meine, das ist klar, nicht jede Frau sieht aus wie eine Frau. Und daher, die Ayat sind allgemein, die Hadithe sind allgemein. Aber Fakt ist, die Frauen sind die größte Versuchung. Und du siehst einen Mann, der mag vielleicht seine 5 Gebete verrichten. Und er betet sogar zu dem in der Nacht. Und er fastet jeden Montag und Donnerstag. Und er spendet, was er spenden kann. Aber wenn er vor einer Frau steht, du siehst ihn, er ist ein zerbrechlicher Keks. Er bricht ganz sofort.
Wenn es an seiner Tür klopft, er sagt, Tafaddali, komm herein, ich habe dich schon erwartet. Es braucht nicht mal richtig zu klopfen, er muss nur die Schritte hören zu der Tür. Deswegen, liebe Geschwister, das ist eine Fitna, die man niemals unterschätzen sollte. Und deswegen sagt Allah Azza wa Jal, وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا. Kommt der Sinner nicht zu nah. Und die Gelehrten sagen hier, Allah hat nicht gesagt, die Sinner ist euch verboten, sondern kommt der Sinner nicht zu nah. Das bedeutet, jeder Schritt in Richtung der Sinner ist verboten. Ganz gleich, ob du eine Frau anschaust oder mit ihr romantisch redest oder mit ihr allein im Raum bist oder ihr die Hand gibst, so wisse, du hast dich der Sinner einen Schritt genähert. Dieses hat die Religion verboten. Warum? Weil daraus eine Sinner entstehen kann. Und bitte versteht das. Unsere Religion hat uns gesagt, was die Türen der Schayatin sind. Wenn du zum Beispiel mit einer Frau im Raum bist, was sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Wenn ein Mann und eine Frau im Raum sind, wer ist der Dritte? Shaitan. Shaitan ist der Dritte. Frage an euch, muss der Mann immer Gefallen an der Frau haben oder umgekehrt? Warum hat die Religion dieses aber verboten? Damit wir was schließen? Die Türen der Fitna. Es kann sein, dass du jemand bist, der eine oder zwei Fitna standhält. Richtig. Aber warum sollst du dich in Richtung dieser Fitna begeben, wenn daraus eine Katastrophe resultieren kann? Deswegen sagte Abdullah ibn al-Mubarak, rahimullah ta'ala, einer der glänzenden Tabi'in, er sagte, schließt mich in meinem Haus mit dem gesamten Beitul Mal ein. Beitul Mal ist die Staatskasse. Schließt mich ein und ihr werdet nicht sehen, dass nur ein Dirham fehlen wird. Aber wenn ihr mich, zählt mit mir auf, mit einer dicken, hässlichen, schwarzen Sklavin in einem Raum einsperren würdet, so könnte ich für nichts garantieren. Wer macht sie dir hübsch? Shaitan. Er kann dir eine Frau, die wirklich hässlich ist, hübsch erscheinen lassen. Merkst du nicht, wenn du manchmal auf der Straße bist, dann guckst du und sagst, das könnte was für mich sein. Zum Schluss war es sogar ein Mann, der lange Haare hatte. Alles schon passiert. Als der Shaitan dir das in diesem Moment ausgeschmückt hat, wie sah die Frau aus? Sehr schön. Und dann, wo du sie dir näher betrachtet hast, hast du gesagt, so bin ich da zweimal verloren. Das ist Shaitan. Er kann dir eine Frau was, Malik? Hübsch machen, barakallahu. Das heißt, liebe Geschwister, es gibt Geschwister von uns, die sagen, warum ist das verboten? Der Mann ist interessiert an der Beziehung, die Frau ist interessiert an der Beziehung. Wo sollte das Problem sein? Die haben einen gemeinsamen Vertrag. Allah Azza wa Jalla sagt, وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا. Jetzt kommt eine Stelle weiter. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَ وَسَاءَ سَبِيلًا. Denn diese Sinna ist was? Eine Abscheulichkeit und ein übler Weg. Frage an euch. Können wir jetzt immer noch sagen, was ist so schlimm daran? Wer hat das als üblen Weg bezeichnet? Allah Azza wa Jalla. Und er sagt, das ist eine Abscheulichkeit. Hier kannst du nicht mehr kommen und sagen, aber von mir aus ist alles schön. Und von ihr aus ist alles schön. Nein, weil Allah setzt die Maßstäbe. Wenn Allah sagt, das ist eine Abscheulichkeit, dann ist das eine Abscheulichkeit und du hast nicht das Recht zu sagen, bei mir ist das nicht abscheulich. Nachdem Allah dieses als abscheulich definiert hat, liebe Geschwister, das ist ein übler Weg und wer Sinna begeht, hat nicht nur eine Strafe in der Dunya, bevor er in das Grab hereingelegt wird, sondern auch im Grab und in Jahannam. Möge Allah uns davor bewahren. Schaut, was die gewaltige Gefahr von der Sinna ist. Es gibt eine Überlieferung von Abu Musa al-Ash'ari und der Großgelehrte Ibn Rajab al-Hanbali, rahimullah ta'ala, einer der Schüler von Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah hat alle besten Imame gehabt. Er war der Lehrer von Ibn Kathir, von Ibn Rajab al-Hanbali, von Ibn Muflih. Er war der Lehrer von Ibn al-Qayyim. Alleine, wenn wir nur Ibn al-Qayyim aufgezählt hätten, hätte es gereicht, liebe Geschwister. Al-Dhahabiyyu, der großartige Gelehrte. Alle hat Sheikh al-Islam gehabt. Möge Allah ihn in das höchste Paradies erreichen.
Abu Musa al-Ash'ari war kurz vorm Sterben. Dann sagte er zu seinen Kindern: O meine Kinder, erinnert euch an die Geschichte des Mannes mit dem Brot. Und damals gab es einen Mann, das war in der früheren Zeit vor dem Islam, er diente Allah 70 Jahre und er lebte in einem Gotteshaus, wo sie von morgens bis abends nur Allah angebetet haben. Und er verließ kaum sein Zimmer, weil er beschäftigt war mit der Anbetung zu Allah Azza wa Jalla. Aber manchmal musste er raus, um was zu kaufen, Lebensmittel und andere Sachen. An einem Tag ging er raus, liebe Geschwister, aus diesem Haus. Und er ging in die Stadt und Shaitan ließ ihn auf eine Frau schauen. Und diese Frau war wunderschön und so hat er sich in sie verliebt. Und er ist mit ihr mitgegangen und verbrachte die nächsten 7 Tage und Nächte mit ihr. Ihr versteht schon. Nach 7 Tagen erwachte er. Und so ist das bei Sündern. Wenn sie auch etwas Falsches machen, sie kehren zurück zu der Wahrheit. Warum? Weil sie die Wahrheit kennen. Aber wer die Wahrheit nicht kennt, zu was soll er zurückkehren? Zu was soll er zurückgehen? Es gibt Leute in der heutigen Zeit, der sagt dir, ich war früher kriminell und jetzt bin ich im Gefängnis, ich möchte danach ein besseres Leben beginnen. Schaut mal, was seine Fantasie ist von einem besseren Leben, von einem richtigeren Leben. Er sagt, wenn ich rauskomme aus dem Gefängnis, dann werde ich in Ruhe mit meiner Freundin leben und ich werde kein Haram mehr machen. Aber was hat er vergessen? Der größte Haram ist bei ihm zu Hause. Das ist seine Vorstellung von Tathir, sich reinigen. Aber ist das die Vorstellung von den Gläubigen? Nein. Deswegen muss man seine Religion lernen. Man soll die Wahrheit lernen. Wallahi, liebe Geschwister, wenn ein Jugendlicher in Gehorsamkeit zu Allah Azza wa Jalla heranwächst und er macht einen Fehler zwischendurch, er weiß immer, wo er zur Wahrheit zurückkehren kann. Das ist das Entscheidende, dass du immer die Wahrheit kannst, dass du immer zu der Wahrheit zurückkehrst. Wie viele Leute von uns haben 7 Tage Allah vergessen? Möge Allah uns davor bewahren. Wie viele von uns haben 1 Monat Allah vergessen? 6 Monate, 1 Jahr. Aber dann plötzlich sind sie aufgestanden und haben gesagt, A'udhu Billah, was mache ich hier? Bin ich verrückt? Was, wenn ich so gestorben wäre? Dann kehrt er wieder zurück zu den Gebeten und zu dem Fasten. Diese Frau war wunderschön und er ging mit ihr, 7 Tage und Nächte verbrachte er. Bis er erwacht ist und eingesehen hat, dass er etwas Falsches gemacht hat. Dann rannte er los, er wollte einfach nur weg von ihr. Und liebe Geschwister, dieser Mann lief so lange, bis er auf eine Gruppe von 12 armen Menschen getroffen ist. Und so hat er sich ihnen angeschlossen, er hat sich gesagt, ich bleibe mit ihnen, damit ich diese Fitna wegbekomme, zu dieser Frau zurückzukehren. Und zu dieser Gruppe von den 12 Männern kam jeden Tag ein Mönch und gab jeden ein Brot. Und normalerweise hat er 12 Brote mitgebracht und das hat gereicht. Aber an diesem Tag waren es wie viele? 13. Also hat ein Brot gefehlt. Der neu dazugekommen ist, der Sünder, der im Gotteshaus gelebt hat, der hat plötzlich ein Brot bekommen und er hat gar kein Anrecht darauf gehabt. Und einer sagte, wo ist mein Brot? So ist sein Herz weich geworden von dem Diener zu Allah und er hat ihm sein Brot gegeben. Hört euch den Ausgang an, liebe Geschwister. So starb er nach einer Zeit und er stand vor Allah Azza wa Jalla. So heißt es in der Überlieferung, فَوُزِنَتْ أَسَّبْعُونَ سَنَةً بِالسَّبْعِ لَيَالِي فَلَمْ تَزِنْ. So ließ Allah Azza wa Jalla seine guten Taten, die er in den 70 Jahren gemacht hat, wiegen und auf der anderen Seite die 7 Tage Zina, die er mit einer Frau vollzogen hatte, so waren die 7 Tage Zina schwerer. Allahu Akbar. 70 Jahre Anbetung? Wie soll das gehen? Wer erklärt mir, wie kann man so etwas erklären? Die Gelehrten, ihre Köpfe haben geraucht, als sie so eine Überlieferung vor sich hatten. Wie kann es sein, dass jemand, der 70 Jahre in Gehorsamkeit zu Allah Azza wa Jalla lebt und dann 7 Tage, im Vergleich sieht das nach nichts aus, richtig? Was sind 70 Jahre im Vergleich zu 7 Tage? Aber wisst ihr, liebe Geschwister, wie viele von uns beten Allah an,
aber sie werden für ihre Gebete nicht belohnt. Also wiegen ihre Ibadat schwer, ihre Anbetung, ja oder nein? Nein, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, einer von euch verrichtet das Gebet und er bekommt nur ein Achtel oder ein Sechstel oder ein Viertel oder manchmal gar nichts an Lohn. Deswegen sagte Ibn Abbas radiallahu an, er sagte, du wirst nichts vom Gebet belohnt bekommen, außer in dem Teil, wo du aufmerksam warst. Jetzt überlegt, wie viele Gebete einfach an uns vorbeigezogen sind. Und zudem, wie oft beten wir in der ersten Raka? Wir befinden uns in der ersten Raka, haben noch 4 Raka vor uns. Und wir sagen, könnte es doch schon die letzte Raka sein. Wollen wir für so ein Gebet belohnt werden? Deswegen müssen wir uns mehr konzentrieren, damit wir auch gewichtige Ibadat machen. Und das ist genau der Grund, was ich vorhin eingangs erläutert habe. Wenn wir keine Glückseligkeit bei unseren Ibadat spüren, woran liegt das? Hä? Dass wir das richtig oder falsch machen? Falsch. Wallahi, siehst du nicht Leute, sie wollen mit dem Gebet nicht aufhören. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu Bilal al-Habashi, und ihr wisst, sie haben in Mekka schwere Zeiten gehabt, durch die Mushrikun, die sie eingeengt haben. Er sagte, ja Bilal, arihna biha, ay bis salah. O Bilal, lass uns Ruhe finden im Gebet. Sie brauchten diese Ruhe nach all der Anstrengung, der sie ausgesetzt waren, wo die Kuffar sie versucht haben, mit jeder Faser ihres Herzens zu töten, liebe Geschwister. Arihna biha. Lass uns Ruhe finden, Vergnügen finden im Gebet. Finden wir Vergnügen im Gebet? 70 Jahre Anbetung haben nicht so viel gewogen, das heißt nicht gar nichts, aber haben nicht das Gewicht gehabt von 7 Tage Sinna. Passt auf, liebe Geschwister, manchmal kann dein Herz eine Sünde mit voller Liebe machen. Eine Liebe, die sehr gefährlich ist, die, ohne es auszusprechen, mit der Zunge sagt, es ist mir egal, ob das haram ist, ich möchte es einfach tun. Gefährlich. Mir ist Allah in dem Moment egal. Könnte Allah uns bei so einer Tat sterben lassen? Schaut mal, was wir sagen, was wir denken, was wir fühlen, was wir spüren. Und Allah lässt die Türe zur Reue offen. Möge Allah uns vergeben. Und er sagt in der Überlieferung, فَوُزِنَ الرَّغِيفِ بِالسَّبْعِ اللَّيَالِي قَالَ فَرَجَحَ الرَّغِيفِ. Und dann wurden die 7 Tage Sinna gemessen, gewogen im Vergleich zu der Spende des Brotes und die Spende hat überwogen. Allahu Akbar. Wie oft beschweren wir uns, ach, die wollen Geld und die wollen Geld und die wollen Geld. Ja, Achim. Passe auf, dass Allah dir irgendwann die Türen zum Guten verschließt. Dass Allah dir diese Türen öffnet, ist ein Zeichen seiner Liebe. Wie Allah Azza wa Jalla sagt, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَ. Aber was den anbelangt, der dann gibt und Allah fürchtet und an den Tag des Gerichts glaubt, so werden wir ihm den Weg zum Guten leicht machen. Sei schlau. Mal angenommen, du weißt, du hast einen bestimmten Geldbetrag zum Spenden im Monat. Mal angenommen, es sind 10 Euro. Was machst du? Du teilst diese 10 Euro auf und versuchst bei jedem Projekt dabei zu sein. Und stellt euch vor, ein Projekt wird gigantisch. So ist dein Anteil mit drin. Und die besten Anlagestrategie-Tipps, jetzt werden wir mal ein bisschen hier in der Dunya auch etwas mitmischen. Ein paar Anlegertipps von Abu Bara auf dem Börsenmarkt. Setze niemals dein Geld auf eine Aktie, sondern streu dein Vermögen.
Warum? Weil du weißt nicht, wenn eine Geschichte nicht aufgeht, dass dabei dein gesamtes Geld drauf geht. Und wenn du hier einen Verlust hast, aber bei den anderen drei Aktien Gewinn hast, was macht das? Das gleicht das wieder aus. Haben wir in unserem Auslehrtjahr. Das heißt, liebe Geschwister, die Spende war schwerer als die Sinner. Wer hat überhaupt die Sinner in der Hand? Das ist die Frau. Hört, was Allah Azza wa Jalla sagt. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Was die Zaniya betrifft, die Unzuchttreibende und den Unzuchttreibenden, so peitscht jeden von ihnen mit 100 Peitschenhiebe. Das ist in einem islamischen Land. Keine Sorge. Einer hat mich einmal angerufen, alleine. Sag, ich habe Sinn gemacht, wer soll mich peitschen? Aber schaut mal, subhanallah, was es für Herzen gibt, wallahi. Denn wisset, wenn jemand die Hajj-Strafe bekommt, das heißt die Strafe nach der Scharia, was ist mit seiner Sünde? Ist gelöscht. Er wird nicht mal Yaumul Qiyama darüber befragt, die Sache hat sich erledigt. Haben wir Peitschen da? Warum sagt Allah Azza wa Jal, und das ist eine Frage an euch Gelehrte, die Zaniya, wer ist die Zaniya? Weibliche oder männliche Form? Weibliche Form. Und der Zani peitscht sie mit jeweils 100 Peitschenhiebe. Warum nennt Allah Azza wa Jal die Zaniya zuerst? Weil die Frau das in der Hand hat. Die Frau hat das in der Hand. Der ist schlau, er hat einfach nur einen Satz von vorhin genommen und einfach wiederholt. Barakallahu fik. Möge Allah unserem Bruder Abdullah und ihn eine hübsche Frau geben in der Dunya. Die Frau hat die Sinner in der Hand. Schaut. Eine Frau ist anders als der Mann. Und eine Frau hat mehr Geduld bei der Sache als ein Mann. Wir reden immer allgemein. Was denkt ihr, wenn ihr in einem Raum, wo 40 Männer drin sind, eine Frau reintut? Dann werdet ihr merken, ihre Sprache ändert sich. Auf einmal sitzen sie breitkreuzig und essen Hänfling. Auf einmal ändert sich seine Stimme. Der hat vorher gepiepst und plötzlich sagt: Und was sagst du dazu? Wallahi, ich habe das selber erlebt. Ich habe damals in einer anderen Moschee Unterrichte gehabt. Und der Raum war ziemlich klein. Und dann wurde ein Vorschlag gemacht, dass die Frauen dann hinter den Männern sitzen. Und ihr wisst, liebe Geschwister, das ist nicht meine Methodik. Wer mich kennt, der kennt mich. Und ein Bruder sagte mir: Wallahi, Abul Bara, ich weiß nicht, wenn sie hinter uns sitzen, wie ich sitzen soll. Ich sage ihm wie. Sagt, ja, dass sie mein Kreuz sehen. Tja, mit was er sich beschäftigt hat, bevor wir überhaupt entschieden haben, dass sie nicht hinter uns sitzen. Das ist noch nicht mal Realität gewesen und er hat schon Panik gehabt, wie er sitzt. Und das ist die Wahrheit, dass manche Leute diese Fitna in ihren Köpfen haben. Und deswegen, die Frau soll sich mehr benehmen. Mehr benehmen heißt nicht, dass der Mann sich nicht benehmen soll, als der Mann. Und sie ist es, die leicht bekleidet herausgeht. Und sie ist es, die zwar nicht mit der Zunge sagt, ich bin bereit, aber mit ihren Bewegungen und Taten. Deswegen, liebe Geschwister, es ist sehr, sehr wichtig für uns, dass wir unsere Töchter erziehen. Dass wir unsere Schwestern zum Guten leiten, ihnen erklären, was richtig und was falsch ist. Dass sie nicht leicht bekleidet herausgehen und dass wir ihnen erklären, dass wenn sie leicht bekleidet herausgehen, eine schwere Androhung von unserer Religion existiert. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte: Nisa'un kasiyat, ariyat, ma'ilat, mumilat. Es wird Frauen geben,
die angezogen, aber doch nackt sind. Und vielleicht in ihrer Art und Weise sind sie eine größere Fitna, als wenn sie nackt wären. Schaut mal, subhanallah, wer hat diese Frauen beschrieben? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er sagt, ich habe solche Frauen nicht gesehen in meiner Zeit. Wo sehen wir sie? Jetzt. Und in einer Überlieferung haben sie die Haare hochgesteckt und darüber ein Tuch. Sehen wir das? Wallahi, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat sie nicht gesehen. Das ist ein Wunder von seiner Prophetenschaft, von seinem Prophetentum. Angezogen und nackt. Hat sie Kopftuch, ja oder nein? Aber nackt. Bis manche sogar, walayadu billah, ein Mini-Rock zum Kopftuch tragen. Oben Maxi, unten Mini. Und so ist das. Die Männer, die eigentlich kürzere Hosen haben sollen, denn ein Mann trägt sein Gewand wo? Über die Knöchel. Was macht der Mann heutzutage? Der trägt seine Hose, er schleift sie hinter sich, 2 Meter. Und die Frau trägt ein Mini. Der Mann soll ein Bart tragen, er rasiert sich den Bart und hat dafür einen gigantischen Schnurrbart. Alles umgekehrt zur Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und dann wundern wir uns, dass Allah azza wa jal keine Baraka, keine Glückseligkeit und kein Segen in unserem Leben legt, liebe Geschwister. Jetzt die Frage. Gab es damals in der Zeit vom Propheten sallallahu alaihi wasallam Jugendliche, die dasselbe Problem hatten wie viele von unseren Geschwistern bei Allah? Hört diese Geschichte. Bei Imam Ahmad, so heißt das, ein Mann, ein Shab, ein Jugendlicher, kam einmal zum Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, wenn ihr jetzt hört, was er gefragt hat, ihr werdet es nicht glauben. Er sagte zu ihm, I'dhanni bis-zina. Allahu Akbar. Erlaube mir die Sinne. Zu wem? Zum Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Billahi alaikum. Fragt euch selber. Selbst wenn man kurz davor wäre, durchzudrehen. Weil es gibt Leute, die sagen, ich kann nicht mehr. Selbst wenn man so einen Zustand hätte, würde man sich trauen, dieses zum Propheten sallallahu alaihi wasallam zu sagen? Niemals. Alleine aus Scham vor ihm. Und wenn er sagt, erlaube mir die Sinna, dann wusste er, die Sinna ist verboten. Und hier lernen wir, wie der Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit den Leuten umgegangen ist, die sogar Sünder waren. Er sagte, Udno, komm näher. Fadana, so ist er näher gekommen, dieser Jugendliche. Was hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemacht? Ihn eine Ohrfeige gegeben? Nein. Er sagte, Atuhibbuhu li ummik. Würdest du das lieben, dass das mit deiner Mutter gemacht wird? Allahu Akbar, schau mal, was für eine schwere Frage. Womit hat er angefangen? Mit der Mutter. Und ihr wisst, ein Muslim, er hat was? Eifersucht. Und gerade gegenüber der Mutter. Er sagt, würdest du es erlauben, lieben, wenn das mit der Mutter gemacht wird, deine Mutter? Er sagt, La wallahi, ja'alani Allahu fidaka ya Rasulallah. Allah soll mich zum Opfer für dich machen, das war eine Ausdrucksweise, das war nicht wirklich so, dass sie dieses so gesagt haben und gemeint haben, sondern es war nur eine Ausdrucksweise. Und die Leute lieben das nicht. Dann fragt er ihn weiter, Atuhibbuhu, au, afatuhibbuhu li ibnatik, würdest du das für deine Tochter erlauben? Er sagte, bei Allah, nein, ja, Gesandter Allah. Würdest du das für deine Schwester erlaubt? Er sagt, bei Allah, nein. Für deine Tante? Nein, bei Allah. Schaut mal, was der Gesandte sallallahu alaihi wasallam gemacht hat. فَوَضَعَ يَدَهُ عَلِهِ. Dann legte er seine Hand auf seine Brust und sagte, Allahumma اغْفِرْ ذَنْبَ وَطَهِّرْ قَلْبَ وَحَسِّنْ فَرْجَهُ. O Allah, vergebe ihm die Sünde und reinige sein Herz und bewahre sein Geschlechtsteil. So sagte der Überlieferer von dieser Riwaya, er sagte, فَلَمْ يَكُمْ بَعْدُ ذَلِكَ الْفَتَى يَلْتَفِتْ إِلَى شَيْءٍ. Nachdem der Prophet sallallahu alaihi wasallam dieses Bittgebet gemacht hat, hat er sich nie wieder nach einer anderen Frau umgedreht. Allahu Akbar. Bittgebet von wem? Von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Und das ist die erste Lösung, die ich dir anbiete. Was ist die erste Lösung? Dass du dieses Bittgebet machst. Was sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Allahumma
اغفر ذنبه. O Allah, vergebe ihm die Sünde. وطهر قلبه. Und reinige sein Herz. Und das letzte. وحسن فرجه. Und bewahre seine Geschlechtsteile. Was ist deine Aufgabe, wenn du dieses unbändige Gefühl bekommst, dass du denkst, du musst etwas Falsches machen, dass du dieses Bittgebet sprichst? Spreche es! Denn wer hat deine Gefühle unter Kontrolle? Allah Azza wa Jalla. Schaut mal, dieser junge Mann, in welchem Zustand ist er hingegangen? Wie dieser Mann, ich kann nicht mehr. Aber wie ist er weggegangen? Er hat nie wieder nach einer Frau sich umgedreht. Allahu Akbar. Daher lerne dieses Dua. Und zweitens, wie du dich schützen kannst vor den verbotenen Beziehungen. Der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam sagte, man domina li ma baina lihyay wa ma baina rijlay damintu lahu al-jannah. Wer mir garantiert für das, was zwischen seinen beiden Kiefern ist, das ist die Zunge, dass er darauf achtet, dass er mit dieser Zunge nichts Verbotenes redet. Und wer mir garantiert, dass er das bewahrt, was zwischen seinen Beinen ist, das heißt das Geschlechtsteil, so garantiere ich ihm dafür das Paradies. Yahi, dieses Gefühl, dieses unbändige Gefühl, dass man denkt, man kann sich nicht mehr zusammenreißen, genau jetzt kommt Shaitan zu dieser Sekunde und er sagt dir, du musst was machen, dieses hat jetzt Vorrang vor allem. Kommt Shaitan nicht? Genau in dieser Situation. Es sind nur ein paar Sekunden, wo du so ein Gefühl hast. Nach diesen Sekunden vergeht dieses Gefühl. Sag, es vergeht. Und was heißt es vergeht? Das bedeutet, vielleicht 2, 3 Stunden später wirst du lachen über den Zustand, den du vor kurzem erlebt hast. Daher denke an das Versprechen vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Allah, er wird dir das Paradies dafür geben. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرًا وَأَجْرًا عَظِيمًا. Und diejenigen von den Männern, die ihre Scham hüten, ihre Geschlechtsteile hüten, und diejenigen von den Frauen, die ihre Geschlechtsteile hüten, und diejenigen von den Männern, die Allahs viel gedenken, und auch von den Frauen, so hat Allah für sie Vergebung bestimmt und einen großartigen Lohn, Al-Jannah, das Paradies. Möge Allah uns geduldig machen. Das ist das, dass du immer daran denkst, damit du dieses Problem loswirst. Allah wird dir etwas Besseres morgen dafür geben. Vor allen Dingen sagt jetzt ein Bruder oder eine Schwester, ja, wir sind 6 Jahre zusammen. Ja, was sollen wir machen? Die Frage ist, liebt ihr euch? Wenn man sagt, wir lieben uns, dann sagen wir, warum seid ihr so irrational und überlegt nicht richtig? Wenn ihr euch liebt, könntet ihr genauso gut zusammen in was leben? In Halal, im Erlaubten. Warum lebt ihr miteinander im Verboten? Sagt mir bitte, wo ist der Unterschied? Ein Mann lebt verbotenerweise mit einer Frau zusammen in einem Haushalt. Sie essen, sie trinken, sie haben ihren Spaß. Das kann man im Halal, aber auch im Haram machen. Aber im zweiten Fall wirst du dafür bestraft. Im ersten Fall wirst du belohnt. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, und bei jedem Geschlechtsakt mit eurer Frau, so liegt darin eine Sadaqa, ein Almose. Die Sahaba haben sich gewundert, die haben gesagt, ja Rasulallah, wir machen eine Sache für unser Gelüst und werden dafür belohnt. Er sagte, und was denkt ihr, wenn ihr dieses im Haram gemacht hättet? So werdet ihr doch sicherlich dafür bestraft worden. Und so ist das in unserer Religion. Wenn du etwas unterlässt, was im Haram ist, du machst das im Halal, dann wirst du dafür belohnt. Ja, okay, Abul Bara, ich kann mir vorstellen, mit dieser Frau zu leben.
Was soll ich tun? Es gibt zwei Situationen. Ein Muslim und eine Muslima sind miteinander zusammen im Haram. So müssen diese beiden was? Bereuen. Sie müssen bereuen. Und nach der Reue, wenn sie sich entschieden haben zu heiraten, müssen sie eine Monatsperiode voneinander getrennt werden. Denn es kann sein, dass die Frau in der Zeit was geworden ist? Schwanger geworden ist. Aber es geht nicht nur um das. Viele Leute verstehen das falsch. Die denken, das hat nur mit der Schwangerschaft zu tun. Nein. Sondern das hat auch mit der Erziehung zu tun, dass diese Leute lernen sollen, für Allah was zu zeigen, Geduld, und dass ihre Reue geprüft wird, ob sie wahrhaftig ist. So sollen sie eine Monatsperiode auseinandergehen. Und danach können sie heiraten. Beide müssen bei Allah azzawajal bereuen. Warum? Weil derjenige, der nicht bereut, so darf er nicht heiraten. Weder darf sie ihn heiraten, noch darf er sie heiraten. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, liebe Geschwister, über diese Leute, Az-zani la yankihu illa zaniya, auch Mushrika. Der Zani, der Unzuchttreibende, heiratet auch nur eine Unzuchttreibende oder eine Mushrika. Eine Götzendienerin. Warum eine Götzendienerin? Weil seine Taten, die er macht, sind Taten der Kuffar, nicht der Muslime. وَالزَّانِيَ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٍ. Und auch eine Zaniya wird nur geheiratet von einem Zani, von einem Unzuchttreibenden oder einem Mushrik. وَحُرِّمَ ذَانِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. Und dieses ist für die Gläubigen verboten worden. Das bedeutet, wenn Mann und Frau Muslime waren, was ihre Aufgabe sie? Sie bereuen. Was machen sie danach? Sie werden eine Monatsperiode getrennt und dann können sie heiraten. Wallahi, das ist wichtig, das Thema. Ihr wisst nicht, wie viele Anrufe wir bekommen, wo die beiden im Haram leben. Mann und Frau. Und wir haben gesagt, sie sind was? Äußerlich praktizierend. Ich habe letztens noch einen Bruder getroffen. Er sagte zu mir, er kennt eine Schwester mit Niqab, die lebt mit jemandem in Sinna in einer Wohnung. Aber Hauptsache der Niqab. Und das haben wir immer erwähnt und immer erklärt. Deswegen sage ich euch, liebe Geschwister, bevor wir uns äußerlich schmücken, muss was erstmal geschmückt werden? Unser Herz. Weil wenn dein Inneres verdorben ist und dein Äußeres schön ist, so wisse, irgendwann wird auch dein Äußeres verdorben sein. Aber wenn dein Inneres schön ist, so wird Allah auch dein Äußeres schön machen. Möge Allah azzawajal uns wahrhaftig machen. Das heißt, sie können heiraten. Zweiter Fall, der Mann ist Muslim und die Frau ist Kafira. Sie glaubt nicht an Allah. Darf er sie heiraten? Nein. Okay, er bereut, sie bereut. Welche Reue soll das sein? Sie ist was? Gibt es für die Kuffar eine Reue? Gibt es für die Kuffar eine Reue? Ein Kafir sagt, ja Allah, vergib mir, aber ich bleib Kafir. Vergib mir, Allah. Wird Allah so denken für ihn? Natürlich nicht. Sondern sie muss was? Den Islam annehmen. Für den Mann oder für Allah? Für Allah. Dann darf er sie auch heiraten. Alhamdulillah. Und das ist das beste Rezept. Und einer sagt zu mir, ja, wie immer hasse ich dich. Du hast mich nicht richtig überzeugt. Ich bin mit meiner Freundin zusammen und wir haben so eine starke Liebe zueinander. Wie soll ich sie verlassen? Ich kann nicht. So frage ich diesen Mann. Wenn seine Mutter heute sterben würde, möge Allah azzawajal unsere Mütter alle bewahren. So würde er traurig werden. Sag, Frage. Wäre seine Traurigkeit heute wie seine Traurigkeit nach einem Monat? Antwort. Ha? Wird die Traurigkeit weniger oder mehr? Weniger. Das heißt, wir schaffen das. Und wenn das mit der Mutter ist, wie dann mit einer Frau, die dir nicht erlaubt ist? Und dann sagen wir ihm, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, man taraka shay'an lillah, ha? Man taraka shay'an lillah, awadallahu khayran min. Wer eine Sache für Allah lässt, so wird Allah ihm etwas Besseres dafür geben. Es kann sein, dass du eine gehabt hast, die hat dir Kopfschmerzen gemacht. Die hat dich kaputt gemacht.
so wirst du, wenn du sie verlässt für Allah, etwas Besseres bekommen. Eine Tugendhafte, die vielleicht den Koran auswendig kann, die sich um dich kümmert, die nicht dir fremdgegangen ist und. Allah wird dir in jedem Fall etwas Besseres geben. Sei dir sicher. Und das beste Rezept für eine alte Liebe ist eine neue Liebe. Das ist das beste Rezept. Tayyib Abul Bara, jetzt kommen wir zur Sache. Hast du jetzt eine Frau für mich oder nicht? Nein. Und Abul Bara hat diese Themen gelassen. Möge Allah uns vergeben. Es gibt Leute, die denken, Abul Bara hat einen Stall zu Hause und da sind so 50 Frauen drin und sagen, meh. Ja, ich meine das im Ernst, ja? Und dann erwarten sie, dass Abul Bara die Stalltür aufmacht und so ein meh rausholt und sagt, das ist für dich. Aber das ist nicht so. Deswegen, Alhamdulillah, wir haben gelernt, wie man halal jemanden kennenlernen kann. Wer hat sowieso unser Riss geschrieben? Allah, was ist unsere Aufgabe nur? Dass wir suchen. Aber nochmal nicht bei Abul Bara. Möge Allah mich und euch segnen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala jedem Jugendlichen hier, der an seine alte Liebe hängt, möge Allah sein Herz reinigen. Möge Allah jeder Schwester, die noch an ihrer alten Liebe hängt, möge Allah auch ihr Herz reinigen. Subhanallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa barak lahu fikum wa jazakum khairan. Feuer gutes Zuhören.